den Willen zum Leben habe ich wieder gefunden, indem ich einfach mein Leben komplett aufgeräumt habe, mich von negativen Dingen getrennt habe. Also Menschen, die mir nicht gut tun, materielle Dinge, die ich gar nicht brauche, und Jobs, die ich gemacht habe, die mir nie Spaß gemacht haben, wo ich jeden Morgen mit Bauchkrämpfen zur Arbeit gegangen bin. Davon habe ich mich rapide getrennt und angefangen zu gucken und in mich hineinzuspüren, was tut mir eigentlich wirklich gut, was will ich eigentlich in meinem Leben machen, was brauche ich, um zufrieden zu sein. Ich habe zum Beispiel angefangen zu schreiben, was ich immer machen wollte. Ich habe angefangen, ja, ein bisschen so Kunst zu machen, fotografieren und malen und so. Das habe ich früher selten gemacht. Ich habe angefangen, nicht immer alles für andere zu tun. Ich war immer diejenige, die immer für andere da war und immer alles für andere gemacht hat, aber nie für mich etwas getan habe. Und dann, und das ist auch ein wichtiger Schritt, zu sagen, nö, mache ich jetzt nicht. Oder nein, ich habe jetzt heute keine Zeit, ins Kino zu gehen, weil ich heute nicht so weit bin, weil ich das heute nicht möchte. Ja? Also einfach konkret auf sich zu hören, was möchte ich eigentlich gerade wirklich? Und nicht das tun, um anderen einen Gefallen zu tun. Ich würde jedem raten, dem es auch schlecht geht und der vielleicht ja auch wie ich damals nicht aufstehen kann und schlaflos ist und vielleicht auch Suizidgedanken auftreten, der sich total überfordert fühlt und so, dass man sofort erstmal zum Hausarzt geht, ganz wichtig, und sich nicht davor scheuen, einfach hingehen und darüber erzählen. Und dann wird da jeder gute Hausarzt wird dann natürlich sofort eine Psychotherapie empfehlen und dann sollte man diesen Weg gehen und sich in Therapie begeben. Je länger man wartet, desto schlimmer wird es und deswegen sollte man da sofort reagieren und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und sich auch Menschen anvertrauen, also Freunden, Angehörigen, Familie, wo man das Gefühl hat, das kann ich tun oder mit dem kann ich darüber reden, weil man sonst anfängt, sich zu verstecken und sich zu verstellen und zu schauspielern und immer so tut, als ob einem super toll geht, aber eigentlich geht es mir richtig dreckig. Und das aufzubrechen ist sehr, sehr wichtig, weil das entlastet dich total, das befreit dich. Also darüber reden ist sehr wichtig. Das, was Freunde und Angehörige nicht tun sollten, ist, den Betroffenen unter Druck zu setzen. Das geht auch schon ganz schnell mit einem banalen Satz wie zum Beispiel: Geh doch mal raus an die frische Luft, es wird schon wieder besser. Das ist fatal. Das zieht den Betroffenen noch mehr runter, weil es ihn unter Druck setzt, weil er denkt: Oh Mist, ich muss jetzt wieder funktionieren, ich muss wieder gut gelaunt sein. Und genau in dem Moment kann er es aber nicht. Man muss sich klar machen, dass man als Freund kein Therapeut ist. Jetzt mit irgendwelchen Lebensweisheiten und Ratschlägen um sich zu werfen, ist genau das Falsche, was man tun kann. Ich würde jeden Angehörigen und Freund eines Betroffenen raten, einfach dem Betroffenen das Gefühl zu geben, dass man da ist. Versuchen immer den Kontakt zu diesem Betroffenen zu halten. Meistens ist es so, dass die Betroffenen sich lieber zurückziehen und auch manchmal auch Sätze raushauen, die verletzend sein können, wie zum Beispiel: Lass mich in Ruhe oder so. Und da ist es wichtig, dass die Freunde ganz cool bleiben, es nicht persönlich nehmen, weil es eben eine Krankheit ist. Und den Kontakt weiter aber beibehalten, sich regelmäßig melden und so. Und dem Betroffenen das Gefühl geben, sie sind nicht alleine. Vielleicht auch beim Betroffenen ansprechen: Willst du nicht mal, soll ich dir helfen, soll ich mit dir zusammen zum Arzt gehen?
soll ich mit dir zusammen die Therapeuten abtelefonieren auf der Suche nach einem Therapieplatz? Soll ich für dich einkaufen gehen, Wäsche waschen, Post bearbeiten? Das hat sich so bei mir gestapelt. Und das haben Freunde für mich übernommen. Das war sehr, sehr erleichternd für mich, weil ich mich darum nicht kümmern konnte und ich das abgeben konnte. Und das sind so Dinge, die können zum Beispiel Freunde sehr gut machen. Es ist eigentlich besser, wenn der Betroffene genau sagt, was er jetzt gerade braucht. Und dann können die Freunde und Angehörige reagieren. Suizid ist ein großes Tabuthema, aber es ist umso wichtiger, dass Betroffene darüber reden können. Auch wenn es für Freunde natürlich eine Extremsituation ist. Aber das hilft einem ungemein.